10 Trends der nächsten 10 Jahre. So schätzt Bill Gates die Zukunft ein. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einer Frage, die uns alle umtreibt an der Börse. Und zwar, womit werden die Milliarden in Zukunft verdient? Ich versuche die Frage heute mit der Hilfe von Bill Gates zu beantworten und zeige euch 10 Trends, die die Welt in den nächsten Jahren verändern sollen. Von KI natürlich bis hin zu Durchbrüchen in der Medizin. Und das Beste, am Ende dieses Videos werde ich euch dann noch zeigen, wie ihr mit Hilfe von einer ausgeklügelten Software die passgenauen ETFs für diese Trends finden könnt. Bill Gates hat sich ganz genaue Gedanken gemacht und er gilt ja schon ein bisschen als Universalgenie. Er nimmt sich auch jedes Jahr immer so eine genannte Think Week, also er zieht sich dann komplett zurück und liest dann mehrere Bücher und er ist zum Schluss gekommen, dass folgende Technologien die Welt verändern sollen, die ich euch gleich vorstellen werde. iShares und Visual Capitalist, der Online-Dienst, die haben sich das nochmal genauer angeschaut, auch nochmal aufbereitet. Wenn ihr euch das selber nochmal genauer anschauen wollt, dann packe ich euch nochmal einen Link unten rein, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber wie Bill Gates die Zukunft erwartet, das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Wir starten jetzt gegliedert nach Zeithorizont, das heißt, wir starten im Jahr 2019 und fangen mit dem Thema Gesundheit an. Und der erste Trend, mit dem Bill Gates rechnet, ist Darmsonde in einer Pille. Also bei Erwachsenen ist das bereits im Einsatz und bei Kindern ist das immerhin schon im Test. Und worum geht es? Es geht einfach um kleine Sonden, die man dann runterschluckt und dann werden eben Aufnahmen vom Darm gemacht. Und dazu, das Gute ist, braucht es auch keine Narkose mehr. Darmerkrankungen sind natürlich generell nichts Schönes, aber es hat tatsächlich auch ganz harte Fakten, die das belegen, wie sich das negativ auf die Wirtschaft auswirken kann. Das ist jetzt kein Witz, Leute. Die Weltbank rechnet tatsächlich vor, dass diese Wachstumsstörungen sich auf das BIP eines Landes auswirken können. Und das kann das BIP eines Landes um bis zu 3% senken. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich personalisierte Krebsimpfstoffe. Das ist im Moment in der Testphase, wird am Menschen getestet, ist die Frage, wie gut das dann funktioniert. Aber es wäre natürlich genial, denn dann würde das Immunsystem quasi dazu angeregt werden, dass es dann erkennt, welcher Krebs da am Werk ist, wie der mutiert. Und dann würden auch wirklich nur diese Zellen ganz konkret bekämpft werden. Das wäre natürlich ein genialer Durchbruch. Der Kampf gegen den Krebs ist ja wirklich eins der Mammutaufgaben der Menschheitsgeschichte. Und man könnte damit natürlich auch richtig viel Geld verdienen. Hier wird vorgerechnet, bis 2024 könnte dieser Markt auf 100 Milliarden US-Dollar anwachsen. Und das entspräche dann einem Marktanteil von fast 60%. Jetzt kommt ein Trend, den kennen wir vermeintlich schon, nämlich Burger ohne Rindfleisch. Also es gibt ja vegetarische Burger schon, Beyond Meat zum Beispiel, das kennt ihr natürlich auch. Aber jetzt ist die Frage, ob sich das in Zukunft nicht im Labor züchten lässt, also dieses Tiergewebe. Und das könnte natürlich auch den ganzen Umweltschutz nochmal nach vorne bringen. Also man könnte das Ganze theoretisch auf Basis von Tiergewebe dann im Labor züchten und das ist viel besser, denn wenn man das vergleicht mit echtem Fleisch, dann verbraucht das 4 bis 25 Mal mehr Wasser, 6 bis 17 Mal mehr Fläche, die man für den Anbau braucht und 6 bis 20 Mal mehr fossile Brennstoffe. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das schon bekannt erscheint, nämlich redegewandte Roboter. Sicherlich haben einige Alexa schon zu Hause stehen, ich habe Alexa auch, Siri kennen wir schon lange, aber jetzt geht es darum, dass man der KI in Zukunft wirklich Unterhaltungen beibringen kann. Also nicht, dass Alexa nur Befehle ausführt und oh, ja, okay sagt oder irgendwas abruft, sondern dass man sich wirklich mit der KI unterhalten kann. Und das könnte dann wirklich ein massiver Helfer im Alltag werden und der Markt könnte massiv wachsen. Im Jahr 2018 lag er bei 2,3 Milliarden und im Jahr 2025 könnte er dann schon bei 19,6 Milliarden Euro liegen. Jetzt kommen wir wieder zu einem etwas unschöneren Thema, nämlich Toiletten ohne Kanalisation. Also das wäre natürlich auch eine sehr wichtige Erfindung. Da ist sehr viel Potenzial vorhanden. Das brauche ich jetzt nicht genauer erklären, aber auf jeden Fall sind 4,2 Milliarden Menschen, 60% der Bevölkerung, haben keinen Zugang zu einer guten Sanitätsversorgung. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Menschheit. Und da geht dann Bill Gates auch davon aus, dass das mit solchen Toiletten gelöst werden kann. Die Smartwatch kennen natürlich auch schon die meisten von euch und das wird nach Bill Gates Meinung auch weiterhin zunehmen. Da ist er natürlich auch nicht der Einzige, der das erwartet. Das wäre ein großer Vorteil, wenn man dann eben die Smartwatch immer hat. Die kann dann natürlich Anomalien beobachten. Wenn jetzt was mit dem Herzschlag nicht stimmt oder wenn ein Schlaganfall bevorsteht, kann das natürlich helfen, wenn das frühzeitig erkannt wird. Und das soll auch immer weiter zunehmen, der Absatz. 2018 waren es 178,9 Millionen Stück, 2019 schon 225 Millionen und 2022 rechnet man schon mit einem Absatz von 453 Millionen Stück.
Roboter sollen in Zukunft immer mehr menschliche Tätigkeiten ausführen können. Also es geht dann wirklich schon um Fingerspitzengefühl. Also da redet man von sogenannten Zufallselementen. Dadurch sollen sie besser trainiert werden und dann einfach wirklich das machen können, was Menschen auch machen können. Und dieser Markt soll massiv wachsen auf bis zu 500 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, im Jahr 2025 ist wichtig dazu zu sagen, zum Vergleich, also 500 Milliarden, im Jahr 2017 waren es gerade mal 40 Milliarden, also mehr als eine Verzehnfachung wäre das in gerade mal 8 Jahren. Springen wir ins Jahr 2024, was auch eine sehr wichtige Aufgabe sein wird in der Medizin, dass man Frühchen vorhersagen kann. Also eigentlich geht das dann mit einem einfachen Bluttest. Da können dann freischwebende DNA- und RNA-Zellen entdeckt werden und damit kann man sich dann so eine invasive Biopsie ersparen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Man muss sich mal vorstellen, 15 Millionen Babys kommen jährlich zu früh zur Welt und das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Und das könnte sich dann mit so einem einfachen Test, der dann nur ungefähr 10 Dollar kosten soll, könnte sich das dann beheben lassen. Das CO2-Problem wird uns wahrscheinlich auch noch weiter beschäftigen und da gibt es eine smarte Lösung dafür, nämlich sogenannte Kohlendioxidfänger. Also die fangen dann sozusagen das CO2 aus der Luft ab und dann lässt sich das sicher verräumen und auch eventuell weiterverarbeiten. Und das Wichtige daran, das soll viel günstiger werden. Also heute sind die Kosten pro Tonne CO2 bei 400 US-Dollar bis 1000 Dollar und in Zukunft rechnet man damit, dass das nur noch 100 Dollar kosten soll. Und jetzt machen wir noch einen etwas weiteren Sprung. Das ist jetzt wirklich eine Vision, nämlich die Kernkraft der Zukunft. Springen wir mal ins Jahr 2029. Und zwar geht es darum, die vierte Generation, dass das dann so weit entwickelt wäre, dass keine Kernschmelze mehr verursacht werden kann und dass dann auch keine hochaktiven Abfälle entstehen. Das wäre natürlich insgesamt eine geniale Sache. Bleibt natürlich offen, ob sich das umsetzen lässt. Wäre aber natürlich genial, denn Kernenergie gilt ja generell als sauber, wenn man natürlich nicht die Gefahren hätte und dann den Müll, der übrig bleibt, aber natürlich zum Beispiel bläst das kein CO2 raus, also wirklich komplett saubere Kernenergie, das wäre natürlich wahrscheinlich die Lösung sämtlicher Probleme. Jetzt haben wir gelernt, wie Bill Gates die Welt in den kommenden Jahren erwartet, aber wie können wir das jetzt für unser Depot umsetzen, das ist die Frage. Und iShares, die haben da ein Tool entwickelt und das werden wir uns jetzt gleich mal genauer anschauen am Rechner, wie man dann passgenaue ETFs für die zukünftigen Megatrends finden kann. Jetzt sind wir angekommen hier in der Kommandozentrale von iShares. Ich hatte euch ja vorher versprochen, wir packen einen Link unten rein. Da könnt ihr euch selber hier auch nochmal diese ganzen Trends anschauen. Hier schön bunt alles, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht mehr. Die habe ich euch ja schon erklärt. Jetzt schauen wir unten hier zum Tool, denn jetzt wollen wir uns die ETFs anschauen. Einfach hier draufklicken, auf Jetzt loslegen. Dann kommen wir zu einer neuen Seite, zu einer neuen Auswahl und das ist jetzt ganz wichtig. Also es geht hier eigentlich in erster Linie um 5 globale Megatrends, die seht ihr jetzt hier. Also Demografie und sozialer Wandel ist eigentlich relativ logisch. Also in erster Linie geht es vor allem darum, dass die Bevölkerung immer älter wird. Verlagerung der wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse, da geht es vor allem darum, dass einfach immer mehr Menschen in Asien leben und dass auch Asien tendenziell stärker wird. Zum Beispiel beruft sich auch iShares dann darauf, dass China die USA praktisch schon überholt hat oder drauf und dran ist und dann immer weiter abhängen soll in Zukunft. Technologischer Durchbruch ist auch klar, KI und Co., Robotik haben wir gerade schon besprochen. Die rasante Urbanisierung ist natürlich auch ein Punkt, den man schon länger kennt, also gefühlt oder tendenziell ziehen immer mehr Menschen in die Städte und dieser Trend soll auch erstmal weitergehen. Und dann natürlich Klimawandel und Ressourcenknappheit haben wir gerade schon angesprochen, Probleme wie Wasserknappheit oder dann einfach die Bekämpfung des CO2-Problems. So. Was machen wir jetzt damit? Jetzt klicken wir einfach mal auf einen Megatrend. Nehmen wir mal Verlagerung der wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse. Gerade es gibt ja immer mehr China-Fans oder es kommen ja immer wieder mehr Fragen, so wie kann ich in China investieren? Da bietet sich dann vielleicht auch ein ETF an. Deswegen sehen wir jetzt hier, was löst dieser Trend jetzt sozusagen alles aus? Was für Unterpunkte? Zum Beispiel Digitalisierung, saubere Energie. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesem China-Thema und gehen mal hier auf steigender Konsum in Schwellenländern. Und tada, dann sehen wir, kommt ein passender ETF. Jetzt können wir nochmal zurückgehen, schauen wir uns das nochmal genauer an. Man kann nämlich auch zum Beispiel hier 2 Megatrends auswählen. Und dann sieht man, dann wird das schon ein bisschen weniger, dann diese Untertrends. Jetzt nehmen wir einfach noch was dazu und dann bleibt am Ende, jetzt haben wir 3 ausgewählt, bleibt nur noch saubere Energie über. Jetzt könnten wir hier drauf gehen und dann landen wir wieder beim nächsten passgenauen ETF.
Ich finde die Seite von iShares ganz gut, weil man kann dann nochmal runtergehen und kann sich dann auch nochmal ganz genau anschauen hier die Einzelpositionen. Die finde ich sind immer hier sehr schön aufgeschlüsselt und hier sieht man zum Beispiel jetzt als größte Positionen Vestas, Siemens Gamesa und Ormat Technologies. Also eine Windfirma und auch eine für Energierückgewinnung. Also da sieht man schon ganz klar, wo die Reise hingeht. Jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Noch eine wichtige Anmerkung, bevor jetzt Fragen kommen oder dann wieder so unterschwellige Andeutungen. Nein, wir haben kein Geld dafür bekommen. Das ist kein gesponsertes Video. Also wir haben kein Geld von iShares bekommen. Leider auch nicht von Bill Gates, was eigentlich schon auch irgendwo eine Frechheit ist. Nein, das ist jetzt wirklich einfach ein Video von uns. Wir fanden die Infos ganz spannend und die ETFs, gut, klar, einen Anbieter muss man sich dann halt raussuchen, egal welchen. Also das soll jetzt keine Empfehlung sein. Das Tool finde ich ganz amüsant, war ja auch immer wieder Fragen von euch kommen, ja, wie finde ich denn da die ETFs? Und ich finde das Tool grundsätzlich jetzt mal ganz interessant. Man kann sich auch Anregungen holen. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt zwingend ETF kaufen muss, sondern ihr könnt euch natürlich auch sehr schön da die ETFs anschauen und dann einfach mal schauen, okay, was sind da für Aktien drin? Und ich habe es euch ja gerade schon gezeigt, zum Beispiel bei saubere Energie, da kommt man dann vielleicht darüber auch mal auf die eine oder andere Einzelaktie. Und das ist ja auch nicht die schlechteste Idee. Also schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Gebt uns gerne Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat und für Bill Gates natürlich auch. Und natürlich den Kanal abonnieren und dann die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt sind wir raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.